Warum gibt es eigentlich so viele Tomatensorten? Ganz einfach, weil sie so leicht zu züchten sind. Und wie Tomatenzüchtung geht, das zeigen wir dir in diesem Video. Wir stellen dir erfolgreiche Kleberhofzüchtungen vor, wir stellen dir außerdem Misserfolge vor und die erste karierte Tomate in der Geschichte. Viel Spaß dabei! Offiziell gibt es weltweit zwischen 30.000 und 40.000 verschiedene Tomatensorten. Mit den nicht angemeldeten Sorten werden das weit über 100.000 verschiedene Sorten sein. Vielleicht sogar fast eine halbe Million. Also dann steht dir ja nichts mehr im Wege, auch deine eigene Sorte mal zu züchten. Hier unsere schönste Sorte, die Märchenengel. Säurearm, mildsüß. Die Märchenwald. Komplexer Geschmack, aber du siehst nicht, wann sie reif ist. Eine weiche, süße Sorte, die Märchenzauber. Soll ich dir das sagen? Okay. Unterbrochen und paarig gefiedert. Kartoffelblatt. Bei der Märchenwald war bis zum Schluss noch nicht klar, welche Blattform wir nehmen wollten. Wir haben uns schließlich für das Kartoffelblatt entschieden. Und das hier ist wohl das größte Kartoffelblatt an einer Tomate, das du je gesehen hast. Und ja, es gibt auch Misserfolge. Hier zum Beispiel eine geschmacklose, harte Tomate mit starker Grünkragenbildung. Nein, die züchten wir nicht weiter. Ebenso diese gerippte Mini-Fleischtomate. Da wachsen unten immer solche Knubbel raus. Auch die werden wir nächstes Jahr nicht weiter verfolgen. Auch hier brechen wir die Zuchtlinien ab. Ganz anders diese Sorte hier. Eine vielversprechende Fülltomate. Anders als die Fülltomaten, die jetzt schon auf dem Markt sind, ist diese bunte Variante besonders süß. Warten wir mal ab. Oder diese braune, würzige Cherrytomate hier. Zurzeit noch mit 20 bis 30 Früchten an einer Rispe. Wir bauen sie als Multiflora mit 80 Früchten je Rispe aus. Da sind wir noch ein bisschen dabei. Und hier die karierte Tomate. Später dazu mehr. Die Tomate ist ein Selbstbefruchter mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen in der Blüte und das macht das Züchten für uns sehr einfach. So, heute zu Gast hier Tomatenfreak, Katja. Sie zeigt uns, wie wir Tomaten kreuzen. Man nimmt von Pflanze A den Pollen. Der Pollen sammelt sich dann hier in diesem Gefäß. Das macht man am besten bei Pflanzen, die schon sehr weit offen sind, so wie hier. Du kannst die Blüte auch abbrechen, aufblättern und die Pollen herausklopfen. Bei der Züchtung überlege dir das Ziel. Die Märchenmonster zum Beispiel ist eine sehr feste Tomate mit einem sehr würzigen Geschmack. Dazu haben wir die geschmackvollste Tomate genommen, die wir kennen und die mit einer hartschaligen, festen, lange haltbaren Supermarkttomate gekreuzt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Schnapp dir deine beiden Lieblingssorten und leg einfach mal los. So, und nun zurück zu Katja. Dann geht man zu Pflanze B. Am besten bei einer Pflanze, wo die Blüte noch geschlossen ist. So wie hier, dass man praktisch die Blütenblätter alle entfernt, sodass der Stempel, so wie hier, kann man das sehen, das macht man am besten mit der Pinzette. Um eine Selbstbestäubung auszuschließen, musst du die Blüten der ausgewählten Mutterpflanze kastrieren. Das bedeutet, dass du die Pollensäcke alle herausschneiden musst, ohne Narbe, Griffel oder Fruchtknoten zu beschädigen. So, ja, perfekt. Du kannst auch die Blüte von der Vaterpflanze nehmen, aufdröseln und damit den Stempel oder den Griffel der Mutterpflanze bearbeiten. Der schon? So, und jetzt tut man da dieses hier. Und dann wird der Pollen dort reingetunkt.
Nun werden die bestäubten Stempel mit einem Säckchen umhüllt. Hier zum Beispiel ein Teebeutel, damit es nicht zu einer Fremdbestäubung durch andere Tomatenpollen kommt, die einfach hier im Gewächshaus immer rumfliegen. Und ob die Blüte bestäubt wurde, das sehen wir daran, wenn sich eine Tomatenfrucht bildet. Beiden Tomaten, die wir miteinander gekreuzt haben, nennen wir Parentalgeneration. Das sind also die Eltern. Und wenn deine Bestäubung jetzt erfolgreich war, dann sieht die Tomatenfrucht genauso aus wie alle anderen Tomaten an dieser Mutterpflanze. Also markiere sie gut. Im nächsten Jahr säst du nun die Samen von der gekreuzten Frucht der Mutterpflanze aus. Und du erhältst die erste Filialgeneration, die Tochter. Die Pflanzen und die Früchte der F1-Generation sehen alle gleich aus. Sie sind stark wüchsig, die Früchte sind einheitlich und die Pflanzen sind auch sehr robust. Das nennt man den Heterosis-Effekt. In der F1-Generation benötigst du nur sehr wenige Pflanzen. Das hier ist eine F1-Generation. Und du siehst, die Pflanze ist stark wüchsig, sie ist einheitlich und hat langweilige gelbe Früchte. Das sollte dich aber nicht davon abhalten, die nächste Generation auszusehen. Wenn du also das Saatgut der F1-Generation aussehst, erhältst du die F2-Generation, die zweite Filialgeneration, die Enkeltochter. Und das ist die interessante Generation. Hier spaltet sich alles auf und du erhältst unterschiedliche Pflanzen. Und die Tomate besitzt 35.000 Gene, die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir empfehlen dir, in der F2-Generation möglichst viele Pflanzen auszusehen. So hast du einfach mehr Auswahlmöglichkeiten für deine Lieblingstomate. Und hier eine F2-Generation, unterschiedliche Pflanzen, verschieden starke Pflanzen, unterschiedliche Größen und auch ganz verschiedene Früchte. Diese Generation ist für Züchter die spannendste. Nun sähst du deine gewünschte Sorte wieder aus. Bei Tomaten empfehlen wir 5 bis 10 Pflanzen. Die ersten Jahre ist es noch bunt, dann wird es einheitlicher. Diesen Vorgang nennt man Selektion. Und das kann bis zu 10 Jahre bei Tomaten dauern, je nachdem, ob das gewünschte Gen mit der entsprechenden Eigenschaft dominant oder rezessiv ist. Um Verkreuzungen zu vermeiden, müssen wir gewisse Abstände einhalten, wenn wir das Saatgut nehmen. Bei dieser Blüte zum Beispiel ist der Griffel, der Stempel, kurz und von Staubbeuteln eingehüllt. Hier reicht ein Abstand von 3 Meter zwischen verschiedenen Tomatensorten. In so einem typischen kleinen Gartengewächshaus von 2x3 Meter kannst du also 2 unterschiedliche Tomatensorten anbauen, wenn du darauf angewiesen bist, dass du die Sorten eben sortenrein haben willst. Und hier sehen wir eine geöffnete Blüte, die gerade von sich selbst bestäubt wird. Etwas seltener, aber weitaus schwieriger ist diese Blütenart hier einer Tomate. Und zwar liegt dort der Griffel, der Stempel außerhalb. Hier sollte der Abstand zwischen unterschiedlichen Sorten 1000 Meter sein. Oder du machst das wie wir hier in diesem Beispiel. Du ziehst einen Teebeutel über die Blüte, von der du Saatgut nehmen möchtest. Hier zeigen wir euch nochmal die Tomate Märchengold. Die ist mittlerweile in der Generation F14, F15, vielleicht auch F16. Diese Sorte haben wir speziell auf eine Blütenendfäule-Toleranz gezüchtet. Sie ist samenfest und daher kommt es immer mal wieder vor, dass die ein oder andere Tomatenfrucht die Blütenendfäule bekommt. Wir nehmen nur von den Pflanzen Saatgut,
wo keine einzige Tomate die Blütenendfolie bekommen hat. Und das markieren wir mit zum Beispiel einem grünen Klebestreifen hier oben. In diesem Beispiel siehst du schon, dass die Selektion niemals aufhört. Und die Früchte werden sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte verändern, je nachdem, wo sie gezüchtet werden und wie der entsprechende Züchter mit den entsprechenden Eigenschaften umgeht. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und meistens verändern sich die Tomaten zum Besseren hin. In der Regel sind das aber nur kleine Veränderungen. Die Sorteneigenschaften wurden ja irgendwann einmal beschrieben. Kommen wir nun wieder zu der karierten Tomate vom Kleberhof. Sie ist süß, sie schmeckt gut, sie hat eine dünne Schale, aber das ist nicht das Wesentliche. Im ersten Schritt versuchen wir flächendeckend diese ungleichmäßigen Karos hinzubekommen. Und das ist das Einzige, worauf diese Sorte zurzeit gezüchtet wird. Und wir hoffen natürlich, dass wir diese tolle Sorte in den nächsten Jahren irgendwie stabilisieren können. Nun weißt du, wie Tomaten gezüchtet werden. Du kannst es selber versuchen oder du kannst mit uns die neuen Märchentomaten erleben. Vielen Dank!